Stell dir vor, es gibt eine Gruppe von Tech-Giganten, die heimlich an einer Technologie arbeiten, die das Potenzial hat, die Welt, wie wir sie kennen, komplett auf den Kopf zu stellen. Ja, klingt nach Science-Fiction oder willkommen bei OpenAI. Ein Unternehmen, das nicht weniger als die Zukunft der Menschheit in den Händen hält. Aber Moment mal, wie konnte eine kleine Non-Profit-Organisation eigentlich zum globalen Spieler werden, der buchstäblich nach der Weltherrschaft greift? Die Geschichte von OpenAI beginnt nicht wie die eines typischen Silicon Valley Startups. Statt in einer Garage startete OpenAI 2015 mit der Unterstützung von Tech-Milliardären wie Elon Musk und Sam Altman, einem Typen, der KI nicht als Spielerei sieht, sondern als Schlüssel zur Zukunft. Das Ziel war klar: künstliche Intelligenz entwickeln, aber auf eine Weise, die der Menschheit dient und nicht schadet. Eine edle Mission, oder? Aber hier ist das Ding. Was als altruistische Vision begann, entwickelte sich schnell zu einem beispiellosen Wettrennen um die Vorherrschaft im KI-Sektor. Während andere Unternehmen wie Google und Facebook im Schatten arbeiteten, machte OpenAI Schlagzeilen mit einer Technologie, die genauso faszinierend wie beängstigend ist. Nehmen wir das berühmte GPT-3, ein Sprachmodell, das so gut im Texten ist, dass es dich vielleicht gerade in diesem Moment täuscht. Eine Anekdote gefällig: 2019 brachte OpenAI ein Sprachmodell heraus, das so mächtig war, dass sie es anfangs nicht freigaben aus Angst, dass es missbraucht werden könnte. Stell dir das mal vor, eine Technologie, die so fortschrittlich ist, dass die Entwickler selbst sagen, vielleicht sollten wir das lieber unter Verschluss halten. Und damit war klar, OpenAI spielt in einer anderen Liga. Es dauerte nicht lange, bis der Rest der Tech-Welt aufwachte. Microsoft investierte über 1 Milliarde Dollar in das Unternehmen. Warum? Weil sie verstanden haben, dass die Zukunft der KI nicht nur darum geht, smarte Assistenten oder Chatbots zu entwickeln. Es geht um die Kontrolle über die mächtigste Technologie, die wir je geschaffen haben. Doch hinter dieser Erfolgsgeschichte steckt auch eine Menge Drama. Elon Musk, einer der ursprünglichen Gründer, verließ OpenAI im Jahr 2018. Ja, warum? Angeblich, weil er nicht damit einverstanden war, wie die schnelle Entwicklung voranschritt und er Bedenken hinsichtlich der Kontrolle hatte. Einige sagen, Musk wollte die Zügel selbst in die Hand nehmen und sah OpenAI plötzlich als Konkurrenten. Das zeigt, wie groß die Wellen waren, die OpenAI bereits zu dieser Zeit schlug. Aber die wirklich provokante Frage ist, wohin steuert OpenAI wirklich? Die Mission, eine sichere KI zu schaffen, klingt ja ganz nett, aber was passiert, wenn diese Technologie eines Tages so weit ist, dass sie den Jobmarkt komplett umkrempelt? Was passiert, wenn GPT-5 oder GPT-6 ganze Industrien überflüssig macht und die Macht in die Hände einiger weniger Tech-Konzerne legt? Stell dir eine Welt vor, in der eine einzige Firma die Kontrolle über die fortschrittlichste Intelligenz auf diesem Planeten hat. Und da hört es noch nicht auf, denn Gerüchte besagen, dass OpenAI heimlich an Technologien arbeitet, die weit über das hinausgehen, was bisher veröffentlicht wurde. Technologien, die uns möglicherweise in eine Zukunft führen, in der künstliche Intelligenz nicht nur unsere Arbeit übernimmt, sondern auch beginnt, eigene Entscheidungen zu treffen. Klar, das klingt wie der Plot einer Hollywood-Serie, aber wie nah sind wir wirklich an dieser Realität? Bis heute hat OpenAI es geschafft, an der Spitze des KI-Wettrennens zu stehen. Sie haben nicht nur das Thema KI neu definiert, sondern auch die Erwartungen der Öffentlichkeit geschürt. Jeder neue Schritt wird mit Spannung erwartet, jeder Meilenstein löst eine neue Welle an Diskussionen aus. Doch mit dieser Macht kommt auch Verantwortung und das ist die spannendste Frage: Werden diese Technologien wirklich zum Wohle der Menschheit eingesetzt oder doch eher um sie zu knechten? Ja, ein Name, der in dieser Diskussion oft fällt, ist Ilya Sutskever. Wenn man über die treibenden Kräfte hinter OpenAI spricht, dann darf man diesen Mann auf keinen Fall vergessen. Ilya ist so etwas wie der Mastermind hinter den technisch anspruchsvollsten Entwicklungen von OpenAI. Aber wie ist er zu dieser Position gekommen? Ilya Sutskever ist ein russisch-kanadischer Informatiker, gehört zu den einflussreichsten KI-Forschern unserer Zeit. Bevor er Mitgründer von OpenAI wurde, machte er sich einen Namen bei Google, wo er an einigen der fortschrittlichsten Projekte des Konzerns arbeitete, darunter auch das berühmte Google Brain. Dort legte er die Grundlage für viele der Durchbrüche, die wir heute in der KI-Welt sehen, insbesondere im Bereich des Deep Learnings. Ein faszinierendes Detail dabei ist, dass Ilya Sutskever maßgeblich an der Entwicklung von neuronalen Netzwerken beteiligt war, die tiefere Schichten von Informationen verarbeiten können. Ein Konzept, das heute in fast jeder modernen KI Anwendung findet. Seine Arbeit ermöglichte es, dass Maschinen nicht nur einfache Aufgaben erledigen, sondern in der Lage sind, komplexe Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Das ist im Grunde die Technologie, die hinter den beeindruckenden Sprachmodellen von OpenAI steckt.
steckt. Doch hinter dieser glänzenden Fassade von OpenAI gibt es auch andere Spannungen und Dramen, die viele überrascht haben. Eine der bekanntesten Geschichten ist der Ausstieg von Elon Musk im Jahr 2018. Musk war einer der Mitgründer, war tief besorgt darüber, wie schnell die KI-Entwicklung voranschritt. Es gibt sogar Berichte, dass er und Ilya Sutskever in hitzige Diskussionen gerieten, als Musk das Gefühl hatte, dass die Kontrolle über die Technologie aus den Händen der Gründer glitt. Er wollte sicherstellen, dass die KI sicher bleibt, während OpenAI immer schneller und aggressiver wuchs. Diese internen Konflikte haben das Unternehmen erschüttert und obwohl Musk weiterhin als Kritiker der unregulierten KI auftritt, distanzierte er sich öffentlich von OpenAI. Gleichzeitig gingen Gerüchte um, dass Musk nicht mehr die alleinige Führung übernehmen konnte und auch seine Rolle bei der Finanzierung des Unternehmens zunehmend hinterfragt wurde. Dies führte zu einer weiteren internen Umstrukturierung bei OpenAI, die sich nun noch stärker auf ihre Geschäftsmodelle konzentrierte, um den wachsenden Anforderungen und Investoren gerecht zu werden. Ja, und dann gibt es auch noch die Frage nach der wachsenden Konkurrenz und den internen Machtkämpfen. Mit jedem Durchbruch kam auch der Druck, schneller und besser als die anderen großen KI-Firmen zu sein. Microsofts massiver Finanzierungsdeal verstärkte den Fokus auf Profit und es wurde klar, dass OpenAI nicht mehr die kleine Non-Profit-Organisation war, die es einst vorgab zu sein. Aber trotz dieser internen Dramen und Machtkämpfe bleibt die Technologie, die OpenAI entwickelt, von immenser Bedeutung für uns alle. Denn die KI, an der sie arbeiten, ist nicht nur ein weiteres technologisches Spielzeug, sie wird unser Leben tiefgreifend verändern. Von der Medizin über die Bildung bis hin zur Art, wie wir arbeiten, hat die KI das Potenzial, die Art und Weise, wie wir die Welt verstehen, neu zu gestalten. Die Frage ist also nicht nur, wie OpenAI seine Technologie kontrolliert, sondern wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Werden wir KI nutzen, um die Menschheit voranzubringen oder lassen wir sie in den Händen einiger weniger Konzerne, die über unsere Zukunft entscheiden? Das ist die Herausforderung unserer Zeit und die Antwort darauf wird das Schicksal der Menschheit in den kommenden Jahren prägen. Also bleibt dran, diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Die Entwicklungen bei OpenAI werden nicht nur die Tech-Welt erschüttern, sondern auch die Art und Weise, wie wir als Menschen zusammenleben. Und egal, wo du dich in dieser Diskussion befindest, eines ist sicher, die Zukunft gehört denen, die KI verstehen, die künstliche Intelligenz nutzen und die davon profitieren. Genau darum geht es auf diesem YouTube-Kanal, also stelle unbedingt sicher, dass du den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, um immer auf dem neuesten Stand der Technologie und der künstlichen Intelligenz zu bleiben und praktische Anwendungsfälle zu lernen, wie du künstliche Intelligenz sofort gewinnbringend in deinen Alltag integrieren kannst. Wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Leo.